Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir meditieren zusammen, geführt auf der einen Seite, aber dennoch möchte ich nicht zu sehr eingreifen in deine Welt. Und deswegen gebe ich dir eine Affirmation mit auf den Weg und erinnere dich immer wieder an die Affirmation oder ein paar Punkte, die dazu gehören. Und alles Weitere liegt bei dir. Nimm einen Sitz ein, in dem du dich gut fallen lassen kannst. In dem du auch das Gefühl hast, dass du eine Klarheit entwickeln kannst. Power aus dir selber entwickeln kannst. Wenn du gut sitzt, schließe deine Augen und spürst einfach, wie du sitzt, wo deine Sitzhöcker gerade den Boden berühren oder den Stuhl. Spürst, wie du dich von dort aufrichtest, wie deine Wirbelsäule gerade ist. Die dort eine gewisse Kraft ist, die deine tragende Säule entlang nach oben strömt bis zum Scheitel. Und dann spürst du deine Atmung, spürst das Einatmen und Ausatmen. Dabei brauchst du kein Eingreifen, es ist perfekt. Einfach so, wie sie kommt und geht, perfekt. Mit jedem Atemzug kommst du mehr in diesem Sitz jetzt und hier an. Bis du merkst, dass dein Körper klar ist, dein Körper ruhig ist. Und das Gleiche in deinen Geist übergeht. Klar. Und ruhig. Mit jedem Atemzug noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen klarer, noch ein bisschen ruhiger. Dann denkst du und sagst du dir heute, während du hier sitzt, immer wieder, heute ist mein bester Tag. 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 Egal, worauf du die Betonung legst, wie du mit dieser Affirmation spielst. Du denkst und sagst dir immer wieder, heute ist mein bester Tag. Nimm wahr, was du dabei spürst. Ob Gedanken und Gefühle aufkommen. Egal, ob Widerstand, Verwirrung, Zuspruch, Freude oder was auch immer kommt. Jede Antwort, jede Reaktion passt und ist richtig. Heute ist mein bester Tag. Vielleicht öffnest du dich für die Positivität, den Optimismus und den Glauben,
in dieser Affirmation. Heute ist mein bester Tag. Heute. Nicht gestern, nicht morgen, heute. Nicht früher, nicht später, heute. Heute ist mein bester Tag. Was bedeutet diese Affirmation für dich? Was kann sie bedeuten? Heute ist mein bester Tag. Was nimmst du mit aus dieser Affirmation, aus den Gefühlen und Gedanken, die dabei entstehen? Was nimmst du mit für dich? Welche Konsequenz, welche positive Wirkung hat dieser Satz für dich? Dann spüre einmal in deinen Körper, in jede Zelle hinein. Was sagt dein Körper zu heute ist mein bester Tag? Wie reagiert dein Körper? Was sagt dein Körper? Dann lass all diese Gedanken, all das bewusste Nachdenken gehen. Lasse den Satz einfach nur auf dich, auf jede deiner Zellen wirken. Spür, wie die Affirmation in deine Zellen hineinkommt, wie einsickert, wie einzieht, wie einwirkt. Heute ist mein bester Tag. Gedanke wirkt auf dich, sinkt in dich ein. Dein Geist bleibt ausgeschaltet, nur das Einsinken, das Einwirken passiert gerade. Heute ist mein bester Tag. Dann nimm den Gedanken, den Satz mit. Vielleicht hast du ein paar Erkenntnisse für dich gehabt. Vielleicht kannst
kann der Gedanke dir helfen, mehr in den Moment zu kommen, mehr Tag für Tag zu leben, anstatt in deiner Vergangenheit oder in Sorge vor der Zukunft schon dort zu sein. Vielleicht kannst du einfach mehr hier sein. Nimm den Gedanken mit und lebe den Tag und den Moment, in dem du gerade bist. Lass uns durchstarten in den besten Tag. Bis bald.